Der Megazerstörer ist im Malstromgipfel zu finden und eine der Vorquests startet an der Wegmarke Avernan. Hier geht es darum, die Energiekollektoren zu zerstören, bevor ausreichend Essenzen gesammelt sind. Wir gehen einmal außen rum. Hier unten stehen so kleine Kästchen rum, die einfach noch zerstört werden müssen. Sollte man das nicht schaffen, alle Kollektoren, ein paar stehen übrigens noch eine Etage über dieser hier, zu zerstören, bevor der Balken voll ist, dann erscheint auch noch ein randalierender Golem, der auch noch bezwungen werden muss in einer Extra-Quest. Wenn man es schafft, bleibt diese Quest aus. Eine zweite Vorquest startet bei der Wegmarke Magmatisch, da die dann aber meist auch umkämpft ist, müssen wir da einmal hinwandern. Ich finde den Weg, oder ich fand den Weg zumindest nicht so wirklich übersichtlich hier, deswegen nochmal einen Teil des Weges hier zu sehen. Es geht da hinten zu dem Lager. Der Eingang ist auch nicht so wirklich gut zu erkennen, wenn man ihn nicht kennt. Man weiß man nicht, ob es oben oder unten ist. Der Eingang befindet sich hinter diesem Zelt. In der oberen Ebene. Hier geht's rein. Und dahinter muss einfach nur die Crewleiterin Amber verteidigt werden. Auch nicht besonders schwierig. Wenn die Quest abgeschlossen ist, starten zeitgleich drei neue Pre-Quests, die rund um die Mitte des Vulkans angeordnet sind und alle auch ähnlichen Inhalt haben. Und zwar geht es hier darum, das ist die Quest im Südwesten. Einfach nur alles, was den Namen Zerstörer im Namen trägt, zu zerstören. Ist nicht sonderlich schwierig, aber stellenweise ziemlich nervig, weil hier diese Viecher mit Vorliebe diese Feuerkreise machen, die auf Dauer und in der Masse echt nerven, also zieht man sich am besten nicht ganz so viele. So, um zur Quest rechts daneben zu kommen, kann man den Umweg über den Vulkankern machen. Man braucht also nicht wieder aus drum zu laufen. Ich zeige den Weg einmal. Und da vorne geht es dann auch wieder rein. Auch hier müssen diese Zerstörer zerstört werden und ein paar Veteranen-Zerstörer-Leutnants. Aber auch die sind nicht sonderlich schwierig. Wenn das erledigt ist, geht es zur dritten Vorquest, die ist im Norden zu finden. Das heißt, wir müssen hier einmal den Lavastrom überqueren. Und dann geht es da vorne den Pfad nach oben. Retreat. Dort geht es dann wiederum darum, Zerstörer zu eliminieren. Und außerdem noch Schattenbehemoth haben begonnen. Ein paar dieser Spalten zu schließen, indem wir sie angreifen. Auch relativ einfach. Und bis jetzt ist halt alles auch alleine machbar. Und in der Regel macht man es auch alleine, weil es keinen interessiert, die Vorquests zu machen. Dann geht es jetzt zur letzten Vorquest im Vulkankern. Und zwar sind da drei Stationen, an denen diese Laser stehen und von einem Asura bedient werden. Und
hin und wieder stürmen halt noch ein paar Zerstörerviecher auf den Azura zu, der dann auch mit anfängt, dagegen zu kämpfen. Stellenweise auch in der Lava, was nicht so schlau ist, aber schwer zu ändern. Sobald der jeweilige Azura stirbt, geht der Laser aus und der Stabilisierungsprozess schreitet nicht weiter voran. Also muss schnell der Azura wieder belebt werden. Das heißt, für dieses Event braucht man auch mindestens 3 Spieler. Wenn man alleine versucht, irgendwie von Station zu Station zu laufen, kann man immer nur retzen und kommt gar nicht dazu, den Stabilisierungsprozess weiter voranzutreiben. Also hier braucht man 3 Spieler, aber in der Regel strömen ab dem Zeitpunkt schon die ersten Randoms wieder hinzu. Sobald der Mega-Zerstörer da ist, erreicht das natürlich auch seinen Höhepunkt. Und die ganzen Pre-Quest-faulen Spieler sind auch mit dabei. Der Mega-Zerstörer ist da. Auch nicht so schwierig, wenn man weiß, wie man roten Kreisen ausweicht. Ist da eigentlich kein besonderes Risiko mehr drin. Man sollte nur zusehen, dass man ihn am Anfang etwas weiter wegzieht, weil er sonst noch in der Lava steht und das Angreifen so ein bisschen unangenehmer wird. Die einzigen Überraschungen, die er darauf hat, sind, dass er zweimal während des Kampfes wieder in die Mitte des Lavapools geht und darin versinkt und dann spawnen 3 Veteranen-Mobs, die auch die gekreuzten Schwerter über dem Kopf haben, die dann erst besiegt werden müssen, bevor der Mega-Zerstörer wieder auftaucht und der Kampf weitergeht. Dabei muss man auch häufig die Seiten wechseln. Man kann, wenn man genug Heilkräfte, Widerstandskräfte hat, auch eben schnell über den Lavapool wandern. Ansonsten nimmt man die sicheren Seiten links und rechts am Rand, wo man über den Stein laufen kann. Der Feuerschamane ist da. Und das ist dann auch schon das ganze Event. Refreshing. Mm-hmm.
Ulgoth, der Modnir, ist da. Retreat!
good work, Ridge.